Sonnenwind, kosmische Strahlen oder UV-Strahlung. Es gibt viele Kräfte im Weltraum, die Folgen für das Leben auf der Erde haben. Die meisten Menschen wissen davon gar nichts. Ob Hautkrebs oder gestörte Funk- und Satellitenverbindungen, diese kosmischen Phänomene können Schaden anrichten. Oder sie erfreuen uns in Form von Polarlichtern und Sternschnuppen. Erleben Sie die Wunder und Gefahren kosmischer Phänomene. Ein herrlicher Anblick. Sie sind voller Dynamik und Bewegung und sie verändern sich ständig. Sie sind das Schönste, was es gibt. Ein wunderschöner Anblick. Ganz anders als alles, was wir kennen. Es ist seltsam, was dort am Himmel stattfindet. Diese flackernden Lichter verändern sich mit der Zeit auf wunderbare Weise. Ein wirklich außerirdisches Erlebnis. Jeder sollte einmal im Leben diese spektakuläre psychedelische Lightshow gesehen haben, die Aurora Borealis. Seinen Namen hat dieses Phänomen von der griechischen Göttin der Morgenröte, Aurora. Und dem griechischen Wort Boreas, zu Deutsch Nordwind. Auf der Südhalbkugel heißen die Lichter Aurora Australis. Schon die alten Skandinavier in der Polarregion waren fasziniert von den erstaunlichen Erscheinungen. Entsprechend mystisch war die Erklärung, die sie für dieses Phänomen fanden. Sie glaubten, dass der Schwanz eines himmlischen Fuchses die Lichter erzeugen würde. Mir gefällt diese Erklärung, denn sie ist von der Wahrheit gar nicht so weit entfernt. Die Aurora ist ein elektrisches Phänomen. Wenn ein Fuchs mit seinem Schwanz wedelt, dann erzeugt das eine elektrostatische Energie und könnte tatsächlich Funken hervorrufen. Wenn man wissen will, wie Polarlichter entstehen, muss man sich zunächst mit der Sonne beschäftigen. Die Sonne. Sie ist für die Erde nicht nur Licht, sondern auch Energiequelle. Die Sonne stößt ständig aufgeladene Teilchen ins All. Den sogenannten Sonnenwind. Eruptionen verstärken diesen Wind. Der Sonnenwind kann das ganze Jahr über ein Glühen in der oberen Atmosphäre erzeugen. Aber manchmal gibt es auf der Sonne noch gewaltige Ausbrüche. Wissenschaftler nennen sie Flare oder koronaler Massenauswurf. Und wenn so ein Strahl aufgeladener Teilchen auf die Erde trifft, dann werden die Polarlichter noch intensiver. Der Solarwind ist mit einer Geschwindigkeit von 4,3 Millionen Kilometer pro Stunde unterwegs und braucht etwa 2 Tage, bis er das Magnetfeld der Erde erreicht. Wenn die Partikel auf das Magnetfeld treffen, wird die Luft in der oberen Atmosphäre angeregt und beginnt zu leuchten. Wenn die geladenen Teilchen die obere Atmosphäre erreichen, treffen sie zuerst auf Sauerstoffteilchen. Dadurch entsteht ein rotes und grünes Leuchten. Diese Farben sieht man am häufigsten in der Aurora. Weiter unten können sie auf Stickstoff treffen und dadurch entsteht der grünlich-violette Vorhang. Das Farbspiel entsteht also, weil geladene Teilchen der Sonne Gasteilchen der Atmosphäre aufladen. Ähnlich wie bei einer Leuchtstoffröhre. Bei Leuchtstoffröhren verwendet man ein wenig Edelgas, füllt es bei niedrigem Druck in eine Röhre und legt einen Strom an, irgendwo zwischen 3000 bis 15.000 Volt. Dadurch wird das Gas angeregt und ionisiert und es leuchtet in seiner charakteristischen Farbe.
Verwenden kann man zum Beispiel Xenon. Es leuchtet blassblau. Helium, das pfirsichfarben strahlt. Krypton, nicht der Planet von Superman, das ein silbriges Licht erzeugt, und Argon, das lavendelfarben leuchtet. Und natürlich Neon, das strahlt am hellsten, besonders in einer verregneten Nacht. Polarlichter kann man am besten nachts beobachten, besonders im polaren Winter. Abhängig von der Aktivität der Sonne kann man sie einige Minuten lang sehen oder mehrere Tage. Und sie sind nicht nur am Nordpol sichtbar, sondern auch in südlicheren Regionen. Im Jahr 2003 gab es einen sogenannten Jahrhundertsturm, den stärksten elektromagnetischen Sturm der letzten 100 Jahre. Dadurch entstand eine große Aurora. Man konnte sie in Washington und im Mittelmeerraum sehen. Der heftigste Sturm, von dem wir wissen, fand Mitte des 19. Jahrhunderts statt. Die Aurora konnte auf Hawaii und im pazifischen Raum beobachtet werden. Das war die größte jemals aufgezeichnete Aurora. Auch auf anderen Planeten entstehen Polarlichter. Der Sonnenwind wird in alle Richtungen abgestrahlt, weit über unser Sonnensystem hinaus. Jupiter und Saturn haben sehr starke Magnetfelder, wesentlich stärkere als das der Erde. Dort können besonders große und intensive Polarlichter entstehen. Doch egal, wo sie auftauchen, wie lange sie dauern und wie intensiv sie sind, sie erscheinen meistens als glühende Vorhänge mit Falten und Streifen, die sich ständig verändern. Im Zeitraffer ist dieser Effekt deutlicher zu erkennen. Und dies verstärkt noch die geheimnisvolle Schönheit der Polarlichter. Die Form des Vorhangs, seine Bewegungen, die Wellen und Spiralen werden zurzeit intensiv erforscht. Noch verstehen wir das Phänomen nicht vollständig. Es gibt außerdem Berichte, wonach man Polarlichter nicht nur sehen, sondern auch hören kann. Eine Aurora entsteht in einer Höhe zwischen 95 und 160 Kilometern. Das Geräusch würde einige Minuten brauchen, bis es auf der Erde angelangt ist. Trotzdem gibt es einige Berichte, dass Menschen gleichzeitig mit dem Erscheinen der Aurora etwas gehört haben. Es muss also einen unbekannten Mechanismus geben, der dieses Phänomen bewirkt, das mit dem Polarlicht zusammenhängt. Niemand kann das erklären. Nach dem Grund dafür wird gesucht. Polarlichter sind keine Bedrohung für den Menschen. Doch eine sehr starke Sonnenaktivität kann elektrische Energie von mehr als 1 Million Megawatt erzeugen. Und diese Energie kann zu Problemen führen und sogar Hochspannungsleitungen zerstören. Nicht die Aurora ist die Ursache des Problems mit den Stromleitungen. Es sind die geladenen Teilchen der Sonne, die eine Störung verursachen. Das muss man unterscheiden. Die starke Aktivität der elektrisch geladenen Teilchen, die ja die Polarlichter erzeugen, beeinflusst auch andere magnetische Felder. Diese Teilchen zerstören Stromleitungen, elektronische Geräte, Satelliten oder Handys. Alles, was elektrische oder magnetische Felder zum Betrieb braucht, wird gebrauchsunfähig. Gleichzeitig sieht man eine Aurora. Störungen eines Radios, Fernsehers, ein unterbrochenes Handygespräch, auch ein großer Stromausfall wie der im kanadischen 1989 sind deutliche Zeichen für den bescheidenen Platz, den die Erde im Sonnensystem einnimmt. Die Erde ist nur ein Planet, der um die Sonne kreist.
Die Atmosphäre der Sonne erstreckt sich weit über die Erde hinaus. Wenn sich in ihr etwas verändert, dann hat das auch Auswirkungen auf die Erde und die technischen Systeme, von denen wir abhängig sind. Obwohl Polarlichter nur Nebeneffekte der Sonnenaktivität sind, verraten sie uns einiges über das All. Eine Aurora ist ein guter Indikator dafür, wie das Magnetfeld der Erde mit dem Sonnenwind interagiert. Man kann sie also als natürliches Studienobjekt sehen, durch das wir besser verstehen, was im Universum vor sich geht. Mit Polarlichtern kann man die Sonnenaktivität messen. Man kann die Spur zurückverfolgen von heute bis ins 10. oder 8. Jahrhundert. Der Aktivitätszyklus der Sonne beträgt 22 Jahre. Alle 11 Jahre wird sie aktiver und ändert ihre Polarität. Man kann das zurückverfolgen und die Polarlichter dienen als Messpunkte. Während Polarlichter normalerweise nur in den Polarregionen zu sehen sind, gibt es noch andere kosmische Phänomene, die von überall zu sehen sind. Sternschnuppen. Sternschnuppen sehen aus wie Sterne, die auf die Erde fallen. Aber das kann nicht stimmen. Sterne sind viel größer als die Erde. Sie würden innerhalb von Sekundenbruchteilen die Erde vernichten. Was sind Sternschnuppen dann? Es sind kleine Kiesel, außerirdische Sandkörner, die durch unsere Atmosphäre fliegen, mit Molekülen und Atomen zusammenstoßen und diese zum Leuchten bringen. Es sind nicht einmal annähernd Sterne. Diese glühenden Kieselsteine sind besser bekannt als Meteore. Die meisten verglühen in der Atmosphäre. Wenn sie groß genug sind, können sie die Atmosphäre durchdringen und treffen auf der Erde auf. Dann findet man Steine, sogenannte Meteoriten. Das ist dasselbe Phänomen. Die Steinchen und Staubpartikel, aus denen Meteore bestehen, sind weit verstreute Trümmer von erloschenen Sternen. Viele stammen aus dem Asteroidengürtel. Zwischen Mars und Jupiter treiben eine ganze Menge Felsbrocken herum. Manchmal treffen sie aufeinander, zerbrechen und die Bruchstücke fliegen dann durch das gesamte Sonnensystem. Manche dringen in die Erdatmosphäre ein. Zu einer bestimmten Zeit des Jahres sind besonders viele Sternschnuppen am Himmel zu sehen. Dies ist der sogenannte Meteorschauer. Die Erde fliegt dann durch ein kosmisches Trümmerfeld aus Eis und Gesteinsbrocken, das ein Komet auf seiner Umlaufbahn um die Sonne hinterlassen hat. Betrachtet man einen Meteorschauer, dann sieht es so aus, als würden die Sternschnuppen aus einem bestimmten Punkt am Himmel herausfliegen. Aber diese kleinen Eis- und Gesteinsbrocken bewegen sich auf einer Umlaufbahn. Sie gehen nicht von einem Punkt aus, das wirkt nur so wegen der Perspektive von der Erde aus. Sie ist weit entfernt, deswegen scheinen sie aus einem Fluchtpunkt herauszufliegen. Dasselbe kann man in diesem Flur beobachten. Die Wände stehen parallel zueinander, die Decke ist parallel zum Boden. Genauso wie die Kreuzungslinien zwischen Decke und Wand. Aber es sieht so aus, als würden sie dort hinten in einem Punkt zusammenlaufen. Aufgrund der Perspektive kommen die Linien also aus diesem Punkt heraus. Bei den Meteoren bedeutet das, die Partikel fliegen alle parallel zueinander. Es sieht nur so aus, als würden sie aus einem Punkt herausfliegen. Meteorschauer sind nach den Sternbildern benannt, aus denen sie scheinbar entspringen, obwohl sie mit den Sternen dort nichts zu tun haben. Die Leoniden haben ihren Namen vom Sternbild Löwe und sie sind die am besten beschriebenen. Ab 1833
sollen mehr als 200.000 Sternschnuppen pro Stunde zu sehen gewesen sein. Einige Beobachter dachten, dies sei das Ende der Welt. In gewisser Weise war es aber nur der Anfang. Erst vor kurzem wurde ein weiteres, sehr erstaunliches kosmisches Phänomen entdeckt. Es leuchtet in brillanten Farben und ist so schnell wie ein Blitz. Kosmische Strahlen. Das klingt wie aus einem Science-Fiction-Film. Eine unsichtbare Kraft aus dem All, die beispielsweise das Wetter verändern kann. Doch es gibt sie wirklich. Auch wenn ihr Name eigentlich falsch ist. Kosmische Strahlen sind Partikel und keine Strahlung. Früher dachte man, es handele sich um ein Lichtphänomen, aber es sind Teilchen. Sie bestehen aus denselben Elementen wie die Sonne, die Erde und das gesamte Universum. Mit kosmischer Strahlung bezeichnet man jede Strömung aus dem All. Es gibt viele verschiedene Quellen, wie die Sonne, die sehr viele geladene Teilchen aussendet. Andere Quellen sind Sterne, Galaxien, schwarze Löcher oder Neutronensterne, was auch immer. Die meisten kosmischen Strahlen haben nicht besonders viel Energie. Die stärksten könnte man mit einem festgeschlagenen Tennisball vergleichen, der einen Menschen am Kopf trifft. Das wäre nicht sehr angenehm. Die meisten entsprechen Erbsen, die aus einem Blasrohr geschossen werden. Viele haben sogar noch weniger Energie. Die Erdatmosphäre schützt uns vor dem größten Teil der kosmischen Strahlung. Doch hat ein Partikel genug Energie, um durch die Atmosphäre auf die Erde zu gelangen, dann hat es auch einen Einfluss auf alle lebenden Organismen. Sie können Mutationen in der DNA hervorrufen. So erklärt man heute genetische Veränderungen bestimmter Arten. Kosmische Strahlung hat die DNA verändert und zu einer Variation einer bestimmten Tierart geführt. Manche dieser Mutationen beeinflussen die Evolution auf positive Weise. Was ist die Evolution? Sie basiert auf der Idee, dass sich die Gene langsam von Generation zu Generation verändern und man sich an die wechselnden Bedingungen auf der Erde anpasst. Doch wir sind jeden Tag, auch in diesem Moment, kosmischer Strahlung ausgesetzt. Das heißt, unsere Gene werden ständig von subatomaren Partikeln beschossen. Wir können uns an veränderte Bedingungen anpassen, weil die kosmischen Strahlen unseren genetischen Aufbau verändern. Doch sie können auch negative Auswirkungen haben, wie zum Beispiel Krebs. Die gute Nachricht ist, obwohl tausende kosmischer Strahlen pro Sekunde durch unseren Körper rasen, sind sie sehr klein. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie einen Zellkern zerstören und die Zelle damit zur Krebszelle mutiert, ist sehr gering. Astronauten dagegen sind sehr hohen Strahlenbelastungen ausgesetzt. Bei ihnen steigt das Risiko, dass ihre Zellen von der Strahlung geschädigt werden könnten. Auch wenn man mit einem Flugzeug über den Nordpol fliegt, ist man einer erhöhten Strahlendosis ausgesetzt. Tatsächlich trägt die Besatzung von Transpolarflügen einen Strahlungsschutz. Schwangere solchen Flügen nicht als Stewardessen oder Pilotinnen eingesetzt. Dass die Strahlen Folgen haben könnten, ist nicht bewiesen, aber man will sicher gehen. Kosmische Strahlen beeinflussen nicht nur Lebewesen, sondern auch das Wetter. Es gibt Theorien, wonach kosmische Strahlen einen Einfluss auf die Entstehung von Gewittern und Blitzen haben. Sie können einen Teil der Atmosphäre ionisieren, wodurch wiederum Blitze entstehen. Jeder hat schon mal während eines Gewitters einen Blitz gesehen.
Sie entstehen in den untersten Regionen der Atmosphäre. Doch Blitze gibt es auch in den oberen Regionen. Mit einer Hochgeschwindigkeitskamera kann man diese Blitze aufzeichnen. Ein besonderer wird Kobold genannt. Dieser quallenförmige Blitz entsteht oberhalb der Wolken, schlägt bis in eine Höhe von 100 Kilometern ein und dauert nur wenige Millisekunden. Kobolde sind ein interessantes elektrisches Phänomen. Sie können bis zu 100 Kilometer weit nach oben schlagen, aber auch in etwa 50 Kilometern Höhe entstehen. Es gibt zwei elektrische Ströme, nach oben und nach unten, die manchmal rötlich leuchten, weil in der Atmosphäre neutrale Stickstoffmoleküle angeregt werden. Ebenfalls erst kürzlich entdeckt wurden sogenannte Elfen. Nicht die mythologischen Figuren, sondern ein ähnliches Wetterphänomen wie die Kobolde. Anders als diese entladen sich Elfen in der Ionosphäre in etwa 90 Kilometern Höhe. Sie treten über großen Gewitterwolken als rötlicher Ring auf und werden vermutlich aus Wolkenblitzen induziert. Elfen sind sozusagen Verwandte der Kobolde. Der einzige Unterschied ist, dass die Entladung von Elfen noch schneller passiert als die der Kobolde. Man kann sie nur mit einer Spezialkamera beobachten und dann auch nur durch Zufall. Elfen sind für das Auge nicht zu sehen, weil sie sich so schnell entladen. Etwas näher an der Erdoberfläche entladen sich manchmal sogenannte Blue Jets. Blue Jets können oberhalb von Gewitterwolken bis in eine Höhe von etwa 40 Kilometern vorkommen. Und sie schlagen etwa 50 Kilometer weit in die Höhe. Sie sind meist kegelförmig. Die blaue Farbe entsteht, weil neutrale und ionisierte Stickstoffmoleküle durch die elektrische Ladung angeregt wurden. Erst seit 1989 werden Kobolde, Elfen und Blue Jets aus Flugzeugen und Space Shuttles heraus fotografiert. Welchen Einfluss diese Wetterphänomene auf die Erdatmosphäre haben, wird noch erforscht. Einigen Theorien zufolge balancieren sie die elektromagnetischen Kräfte der Erde aus. Andere behaupten, durch die Entladung von Elfen entstünde Ozon. Am einfachsten ist die Annahme, dass die Natur stets für einen Ausgleich der Kräfte sorgt. Und deshalb könnten sie für die Erde von Nutzen sein. Kosmische Phänomene beeinflussen nicht nur das Wetter, sondern auch das Pflanzen und Tieren. Ohne ihr Zusammenwirken mit der Sonne gäbe es das Leben auf der Erde gar nicht. Die Sonne regelt unser Leben wie ein kosmischer Wecker. Wir messen die Tage nach ihrem Verlauf. Genauso machen es die Pflanzen. Durch die Sonne wissen die zartesten Blümchen und die größten Bäume, was sie zu tun haben. Ein gutes Beispiel ist die Blüte. Es gibt Kurzblüher und Langblüher. Langblüher erkennen, wenn die Tage länger werden, wie im Frühling. Die Kurzblüher erkennen, wann die Tage kürzer werden. Chrysanthemen zum Beispiel sind Kurzblüher. Sie blühen im Herbst. Petunien und Ringelblumen sind Langblüher. Sie blühen, wenn die Tage länger werden. Dem liegen chemische Vorgänge in den Pflanzen zugrunde, durch die sie wahrnehmen, wie lange die Sonne scheint. Pflanzen erkennen am Stand der Sonne, wann sie blühen müssen. Außerdem benötigen sie die Sonne zur Photosynthese. Ohne die Photosynthese würden die Pflanzen sterben, genauso wie die Menschen.
Die Photosynthese kann man mit einer Solarzelle vergleichen. Die Sonnenenergie wird in Energie für das Wachstum der Pflanze umgewandelt. Durch das Chlorophyll in ihren Blättern nehmen Pflanzen das Sonnenlicht auf und verwerten es für die Photosynthese. Chlorophyll ist ein riesiges Molekül, das aus Magnesium besteht und von kleineren Kohlenstoffmolekülen umgeben ist. Dieses Molekül absorbiert die Lichtenergie und wandelt sie zu etwas Nützlichem für die Pflanze um. Durch die Photosynthese wandelt die Pflanze Kohlendioxid und Wasser in Traubenzucker, Stärke, Fett und Eiweiß um, die Grundlagen unserer Nahrung. Gleichzeitig produziert sie Sauerstoff, den wir atmen. Gäbe es keine Photosynthese mehr, würden wir alle sterben. Das ist das Fazit. Das gilt auch für Tiere. Wie wir Menschen brauchen sie die Sonne, um sich zu ernähren. Manche Arten nutzen sie aber auch als Navigationssystem. Viele Tiere navigieren mit Hilfe der Sonne. Lachse finden so die Laichplätze, an denen sie geschlüpft sind. Rentiere in Skandinavien und Weidetiere in Afrika nutzen den Stand der Sonne bei ihren Wanderungen. Auch Insekten wie der Monarchfalter gehen auf Wanderschaft. Das ist sehr eindrucksvoll. Die ausgewachsenen Schmetterlinge, die hier in den USA geschlüpft sind, verbringen den Winter in Mexiko und kehren dann wieder zurück. Es gibt viele Beispiele. Welche Hinweise die Tiere auf ihren Reisen nutzen, verstehen wir immer noch nicht vollständig. Doch einige Studien liefern immerhin Hinweise. Viele Tiere bestimmen anhand der Sonne die Himmelsrichtung. Das ist gar nicht so einfach, denn um die Sonne als Kompass zu nutzen, muss man wissen, wie spät es ist. Ist es morgen, Mittag oder Abend? Denn die Sonne bewegt sich ja scheinbar am Himmel. Tatsächlich haben Tiere eine innere Uhr, genauso wie Menschen. Diese innere Uhr teilt ihnen die richtige Tageszeit mit. Ist die Sonne nicht sichtbar, dann verwenden manche Tiere das Magnetfeld der Erde. Eine Kraft, die tief im Inneren der Erdkugel entsteht. Es bietet nicht nur Hinweise auf die Richtung, sondern auch auf die aktuelle Position. Jeder Ort auf der Erde hat eine einzigartige magnetische Signatur. Wenn ein Tier diese Signaturen erkennen kann, dann kann es das Magnetfeld der Erde nutzen, um seine genaue Position in Bezug auf sein Nest zu bestimmen. Das Problem dabei ist nur, dass sich das Magnetfeld der Erde verändert. Es ist am Tag anders als in der Nacht. Es verändert sich, weil es von Eisenablagerungen unter der Erdoberfläche, sogenannten magnetischen Anomalien, gestört wird. Und auch die Sonne verändert das Magnetfeld. Für die Tiere ist das alles relativ laut und trotzdem sind sie dazu in der Lage, es zu nutzen. Brieftauben zeigen, wie sie die Sonne und das Magnetfeld der Erde nutzen, um zu ihrem Schlag zurückzufinden. Brieftauben sind darauf abgerichtet, wieder nach Hause zu finden. Sie wurden seit vielen Generationen so gezüchtet, dass sie über sehr weite Strecken fliegen können. Wenn man mit Tauben trainieren will, wählt man zunächst die Tiere aus und überprüft, ob sie gesund und ihre Federn in Ordnung sind. Und man findet heraus, ob sie überhaupt fliegen wollen. Dann transportiere ich die Tauben in einer kleinen Box zu der Stelle, an der man sie fliegen lassen möchte. Dann lässt man die Tauben frei, am besten auf offenem Feld, wo es keine Bäume gibt. Schließlich öffnet man die Box und lässt die Tauben fliegen.
Experten glauben, dass sich die Tauben zunächst am Stand der Sonne orientieren. Den Heimweg finden sie dann mit Hilfe ihres Geruchssinns und dem Magnetfeld der Erde. Bei der Wahrnehmung des Magnetfeldes sind offenbar zwei Sinnesorgane beteiligt. Eines sitzt in der Netzhaut der Augen, das andere im Oberschnabel der Tiere. Dort findet man große Magnetitablagerungen. Das ist ein magnetisches Mineral, das zur Wahrnehmung genutzt wird. Aber wir wissen noch nicht genau, wie diese beiden Sinnesorgane zusammenspielen und wie die Tauben sie anwenden. Am Schluss kehren sie wieder zu ihrem Schlag zurück. Das zeigt zwar, dass die Tauben kosmische Phänomene nutzen, um wieder nach Hause zu finden, es erklärt aber nicht wie. Vielleicht wird dieses Geheimnis niemals gelüftet. Und erschwert wird das durch die, dass Tiere verschiedene Techniken verwenden. Wenn man versucht, ihre Taktik zu beeinflussen und verhindert, dass sie die Sonne sehen können, benutzen sie unverschämterweise einfach das Magnetfeld. Weil sie, wie wir Menschen übrigens auch, verschiedene Möglichkeiten nutzen, um ihren Weg zu finden, ist es so schwer, das Rätsel experimentell zu lösen. Es gibt noch ein weiteres kosmisches Phänomen, das das Leben auf der Erde auf geheimnisvolle Weise beeinflusst. Es verbirgt sich in den Sonnenstrahlen. Man kann ihm nicht entkommen. Wer unvorsichtig ist, könnte sich daran verbrennen. Durch ein kosmisches Phänomen erhalten wir die scheinbar gesunde braune Hautfarbe. Doch das ist nur oberflächlich betrachtet. Die Bräune entsteht durch möglicherweise tödliche Strahlen. Durch ultraviolette oder UV-Strahlen. Ultraviolett ist ein Teil des Lichtspektrums, den wir mit unseren Augen nicht sehen können. Wie bei den sichtbaren Farben gibt es auch im ultravioletten Bereich verschiedene Farben abhängig von der Wellenlänge. Man unterteilt sie in drei Frequenzbänder, Ultraviolett A, B und C. Ultraviolett C wird fast vollständig von der Ozonschicht der Erde absorbiert. Ein wenig mehr kommt vom Ultraviolett B durch. Am meisten kommt vom Ultraviolett A durch, weil es dem sichtbaren Licht am nächsten ist. UVA-Strahlen sind verantwortlich für vorzeitige Hautalterung und Hautkrebs. UVB erzeugen Sonnenbrände, Sommersprossen und Sonnenflecken. Das ist ein Modell der Haut im Querschnitt. UVB-Strahlen dringen oberflächlich in die Haut ein und rufen einen Sonnenbrand hervor. Ein Sonnenbrand ist eine Schädigung der Hautzellen, auf die der Körper mit einer Aktivierung des Immunsystems reagiert. Es fließt mehr Blut an die verletzte Stelle und es entsteht eine Art Entzündung. Und das ist nur der Anfang. Setzt sich der Mensch dauerhaft der Sonne aus, kann er an grünem Star erkranken. Und es kann Hautkrebs entstehen, unbehandelt eine tödliche Krankheit. Das größte Risiko, an Hautkrebs zu erkranken, haben Menschen mit heller Hautfarbe, hellen Augen, die sich häufig der Sonne aussetzen, und Menschen, die keins verwenden, meist gefährdet. Aber durch die Sonneneinstrahlung entsteht auch etwas Gutes. Die Haut beginnt nämlich Vitamin D zu produzieren. Alle Zellen enthalten Cholesterin. Trifft die UVB-Strahlung auf die Hautzellen, wird das Cholesterin in Vitamin D umgewandelt, das wiederum wichtig ist für den Knochenaufbau und den Stoffwechsel. Man kann es aber auch über die Nahrung oder über Nahrungsergänzungsmittel aufnehmen. Es muss nicht ausschließlich über die UV-Strahlung entstehen. Die UVA-Strahlung dringt dagegen in tiefere Hautschichten ein.
Die Bestrahlung mit UVA führt zum sogenannten Photoaging. Das heißt, in der mittleren Schicht der Haut werden das Kollagen und die Fasern zerstört, die die Haut straff machen und ihr das jugendliche Aussehen verleihen. In Solarien werden Strahlen erzeugt. Doch die sind wesentlich schädlicher als die Strahlen der echten Sonne, die immerhin fast 150 Millionen Kilometer entfernt ist. Die Solarien erwecken die Illusion, dass der Gebrauch ihrer Geräte sicherer ist, als wenn man der Sonne ausgesetzt wäre. Aber das Gegenteil ist wahr. Die künstliche Bestrahlung ist schädlicher für die Haut, denn die Leuchten erzeugen zu 90% UVA-Strahlen. Und die sorgen für die Hautalterung und erzeugen Krebs, der 20 bis 30 Jahre später ausbrechen kann. Es ist erwiesen, dass Menschen, die ins Solarium gehen, ein wesentlich höheres Hautkrebsrisiko haben. Deshalb greifen die meisten Menschen zu Sonnenschutzcremes. Doch auch der höchste Lichtschutzfaktor schützt nicht vor Hautalterung und Krebs. Der Lichtschutzfaktor sagt aus, um wie viel länger man in der Sonne bleiben kann, bevor man einen Sonnenbrand bekommt. Das bezieht sich auf die UVB-Strahlen, nicht auf die UVA-Strahlen. Nur die besten Sonnenschutzmittel schützen auch vor UVA-Strahlen. Aber so oft man sich auch einschmiert, ein Schutz vor Hautkrebs ist das nicht. Und vermutlich steigen die Hautkrebsraten noch an, wegen der immer dünner werdenden Ozonschicht. Die Ozonschicht funktioniert wie eine Art Decke. Sie absorbiert einen Großteil der schädlichen Strahlung. Wird die Schicht dünner, erreicht immer mehr hochenergetische UVB-Strahlung die Erde und schädigt die Haut. Vor 2 Milliarden Jahren, bevor es auf der Erde eine Sauerstoffatmosphäre gab, gab es auch keine Ozonschicht und damit kein Leben auf der Erdoberfläche. Das Leben konnte nur im Wasser existieren, wo es vor dem ultravioletten Licht geschützt war. Ultraviolettes Licht ist unsichtbar und kann dem Menschen schaden. Das sichtbare Spektrum des Sonnenlichts dagegen ist vielleicht das schönste kosmische Phänomen überhaupt. Die Sonne spielt die Hauptrolle bei einem der spektakulärsten Lichtphänomene überhaupt. Dem Regenbogen. Regenbogen entstehen, wenn das sogenannte weiße Licht der Sonne auf Regentropfen fällt. In den Regentropfen wird das Licht in die Spektralfarben aufgespalten, diese in verschiedenen Winkeln reflektiert. Je nachdem, welche Wellenlänge die Farbe hat. Rot hat eine extrem lange Wellenlänge. Blau ist das andere Extrem. Seine Wellenlänge ist sehr kurz. Dazwischen gibt es noch andere Farben mit anderen Wellenlängen, die in unterschiedlichen Winkeln reflektiert werden. Man sieht also das gesamte Lichtspektrum aufgrund der kontinuierlichen Veränderung der Wellenlänge. Etwas wie einen Regenbogen kann man auch mit einem Prisma erzeugen. Die Sonne ist die Lichtquelle, doch statt eines Regentropfens nimmt man ein Prisma. Verschiedene Wellenlängen werden in verschiedenen Winkeln gebrochen, und zwar zweimal. Dann entsteht ein Regenbogen, durch die Trennung aller Farben von Rot bis Blau. Unterschiedliche Wellenlängen, die in verschiedenen Winkeln gebrochen und gebeugt werden, sind auch die Erklärung dafür, dass die Farben des Regenbogens immer in einer bestimmten Reihenfolge angeordnet sind. Der größte Teil des Lichts wird innerhalb des Tropfens in bestimmten Winkeln gebrochen und reflektiert. Das gebrochene Licht tritt aus den Regentropfen in einem bestimmten Winkel aus, und zwar in Abhängigkeit vom Einfallswinkel des Sonnenlichts. Dieser Winkel beträgt etwa 41 Grad. Ausgehend vom sogenannten Sonnengegenpunkt.
Das ist der Punkt, an dem die theoretische Linie des Lichts und die der Blickrichtung des Betrachters sich treffen würden. Aber diese 41 Grad beziehen sich auf jeden einzelnen Betrachter. Deshalb können zwei Menschen niemals ein und denselben Regenbogen sehen. Wenn man Glück hat oder im richtigen Winkel zum Licht steht, sieht man einen zweiten Regenbogen. Hin und wieder werden die Lichtstrahlen in einem Regentropfen mehrfach gebrochen. Dann tritt das Licht in einem anderen Winkel aus dem Tropfen aus. Um genau zu sein, bei 51 Grad. Außerdem ist das Lichtspiel weniger hell, weil es mehr Energie verliert, als wenn es nur einmal gebrochen wird. Interessant ist, dass die Farben des zweiten Regenbogens umgekehrt angeordnet sind. Rot zum Beispiel ist dann auf der anderen Seite des Bogens. Egal in welcher Form, ein Regenbogen entsteht nie an einer bestimmten Stelle am Himmel. Seine scheinbare Position hängt allein vom Standpunkt des Betrachters und der Position der Sonne ab. So gesehen ist ein Regenbogen eine optische Illusion. In gewisser Weise ist ein Regenbogen eine Täuschung. Man kann sich ihm nicht nähern und ihn nicht berühren. Er wird immer in derselben Entfernung zum Betrachter bleiben. Denn ein Regenbogen ist ja nichts anderes als Lichtstrahlen, die auf das Auge treffen. Solange man in einem bestimmten Winkel zu den Tropfen, die das Licht brechen, steht, sieht man einen Regenbogen. Nähert man sich den Tropfen, verändert man den Winkel und der Regenbogen verschwindet. Ein Regenbogen ist also eine Illusion. Die Schönheit und Komplexität von Regenbogen haben in der Antike zu Legenden geführt. So glaubten die alten Griechen, dass der Regenbogen der Weg ihrer Götter auf die Erde sei. Trolle und Kobolde in der irischen Mythologie sollen am Ende des Regenbogens gelebt haben. Ein unerreichbarer Ort. Und für Hindus ist es der Bogen ihres Gottes für Blitz und Donner. Die Schönheit des Regenbogens, die Vielschichtigkeit der Photosynthese, die Auswirkungen ultravioletter Strahlung, die Mystik eines Polarlichts. All diese kosmischen Phänomene werden die Beziehung des Menschen zum Universum. Wir sind alles andere als passive Zuschauer im Schauspiel der Phänomene zwischen Erde und All. Das Leben auf der Erde entwickelte sich zwischen all den Strahlen, Polarlichtern und Blitzen. All die Phänomene sind Teil der Umgebung, in der wir uns entwickelt haben. Sie sind ein Teil von uns und wir sind ein Teil von ihnen. Die schönen Phänomene, Regenbogen, Polarlichter und Meteore, und die gefährlichen, wie die UV-Strahlung, zeigen, dass die Erde kein vom Rest des Universums isolierter Planet ist. Nein, wir sind ein Teil davon. Und das macht die Erde noch schöner.